Horizont heißt ihr Verein und für den sucht sie unermüdlich Spender und Förderer. Zusammen mit der Geschäftsführerin Christine Lindemann ist sie bei einem scheinbar besonders großzügigen Mäzen eingeladen, dem Japaner Yuki Tanaka. Angeblich stinkreich und bestens vernetzt. Dass beide unsere Lockvögel sind, weiß Jutta nicht. Willkommen, Frau Speide. Ich hoffe, Sie speisen japanische Küche. Mein Vater war sehr oft in Japan, denke ich. Ach, das ist sehr ausgezeichnet. Wir haben etwas Spezielles dafür vorbereitet. Fugu, ein Kugelfisch, der so wie auf den japanischen Höfen serviert wird. Mhm. Ja. Man sagt, Herr Tanaka sei am kaiserlichen Hof aufgewachsen und hat da einige seltsame Sitten und Gebräuche übernommen. Es beginnt mit angemessener Kleidung zu Ehren des Kugelfisches. Ein Kimono ist für Jutta und meine Komplizin Christine noch das Normalste an diesem japanischen Abend. Ja, passt Ihnen diese Kimono, ja? Ja, natürlich. Sehr schön. Ich werde mich auch dementsprechend umkleiden. Jutta hat völlig zu Recht Bedenken. Kugelfisch? Mhm. Ich glaube, das ist so. Ja, also ich vertraue jetzt mal sehr hier. Ja, Das weiß ich gar nicht, aber irgendwas ist da schon. Ja, das wird hier wohl nix mit normalem Sushi und Glückskeks zum Schluss. Jutta schiebt aber ihre Skepsis beiseite. Erstmal. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr lange warten lassen. Schönes Landgeschwärm. Wir haben uns über Japan unterhalten. Ja, setzen wir uns erstmal hin. Ja. Konichi, was wird das denn hier? Jutta schwant Übles. Irgendwas fühlt sich nicht so richtig an. Die Energie in dem Raum. Das schreit nach einem alten japanischen Ritual. Ich glaube, wir müssen uns noch mal umsetzen. Wir machen dazu den Jangkenpong. Das ist Stein, Schere und Papier. Besser bekannt als Schnick, Schnack, Schnuck. Jangkenpong. Ah, Sie haben verloren. Wir setzen uns einfach um. Was ist das hier? Ringelpiz ohne anfassen? Aber alte Feng Shui-Regel, wenn der Gastgeber Kugelfisch serviert, macht man am besten, was er sagt. Jetzt sind die Sitzordnung und das Karma endlich im Lot. Es kann losgehen. Nach Schnick, Schnack, Schnuck wird's jetzt plötzlich noch deutscher. Vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Da Jutta vom Umsetzen schon ganz erschöpft ist, übernimmt ihr persönlicher Butler diesen Service. Komische Sitten, komischer Typ. Ist das hier eher das Land der untergehenden Sonne? Aber alles für den guten Zweck. Wir werden heute einen Fisch servieren. Der Vogelfisch hat ein gewisses Gift, aber wir haben ja einen speziellen Koch lizenziert, der das so vorbereiten wird. Das heißt, wir werden jetzt vergiftet. Natürlich nicht. Dann bin ich hier zufrieden, morgen weiterarbeiten kann. Aber ja, es werden ab und zu schon mal Todesfälle gemeldet. Ich habe davon auch schon gehört, ja. Fisch muss schwimmen, sagt man in Deutschland. In Japan wohl auch. Nur mit Teiles. Es gibt erstmal Sake. Mit traditioneller Hand zur Mundbetankung. Hi, nande kudasai. Aber klar ist, auf einem Bein kann man nicht stehen. Hi, nande kudasai. Trinken. Ja, Hauptsache der Gastgeber ist glücklich. Sehr stark. Das geht noch stärker. Sie ist nicht so stark, wie es einem vorkommt. Nur mit Eiles. Und weiter geht's. Noch ein Gläschen. Ganz so, wie es mein japanischer Lockvogel wünscht. Prosit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Auf, ja.
Japanisch heißt das Toyori Kanpai. Die Schwalbe soll fliegen. Oh, wie schön. Mhm. Heißt aber vor allem nochmal trinken. Hören Sie die Schwalbe? Jutta hört mittlerweile vor allem den ausgeprägten Vogel ihres Gastgebers. Die Zeremonienmeister ziehen ab und Jutta will verständlicherweise die japanische Winke-Winke-Katze machen. Erleben. Ja. Nur, dass wir es überleben. Genau. Ach, hast du jetzt da Bedenken? Ja. Du, die so mutig ist. Jetzt echt. Mhm. Jetzt wird's spannend. Wie weit reicht Jutas Mut? Ich hoffe, sie fühlen sich in meinem bescheidenen Hause wohl. Ja. Ich denke mal, die Suppe wird so langsam demnächst fertig werden. Eine Vorspeise, aber mit Fugu, unserem Kugelschösch. Wenn Sie etwas Merkwürdiges verspüren, bitte sofort melden. Ja, ja. Da haben wir Jutta ein Süppchen eingebrockt. Zum ersten Mal Luft anhalten und runter mit dem Kugelfisch. Das ist natürlich 100% ungefährlich und ganz ohne Kugelfisch. Spüren Sie was? Das schmeckt ganz wunderbar. Gut gemacht, Jutta. Sehr gut. Also noch ein Löffelchen für Jutta und eins für den Horizont e.V. Laut schlürfen übrigens erlaubt. Wenn es schmeckt, laut schlürfen. Und dann müssen wir uns doch Sorgen machen. Jutta versucht, sich selbst zu beruhigen. Haben Sie Probleme? Alles in Ordnung? Das war Pfeffer. Oh. Da hat sie recht. Aber ob sie das selbst wirklich glaubt, so richtig schlucken will sie jedenfalls nicht mehr. Spüren Sie auch so eine kleine Taubheit auf Ihrer Zunge? Ja, ich hab's da Jutta schon zugeflüstert. Irgendwie ein bisschen auf der rechten Zungenseite etwas. Ich auf der linken. Taub. Das macht zwar wirklich alles der Pfeffer, aber das muss Jutta ja jetzt noch nicht wissen. Meine Japanischkenntnisse sagen mir, es gibt Ärger. Für den Koch. Es tut mir leid, das darf nicht so passieren. Was auch immer da draußen los war, hier drin muss die Zeremonienmeisterin wieder Haltung beweisen. An ihrem letzten bisschen Kugelfisch hat Jutta lange was zu kauen. Tja, das will irgendwie nicht runter. Jutta hat japanische Angst vor dem Kugelfisch. So, ich gehe auch mal ganz kurz raus. Und ja, ich muss es mal ein bisschen klären. Christine, was ist das hier? Warum denn? Das findest du normal? Das ist ein Theaterstück. Später werden wir jetzt. Das ist jetzt irgendwie komisch. Nein, wir werden nicht vergiftet. Hm? Also, vertrau ihm. Er hat es auch gegessen. Hm? Er hat es ja auch gegessen. Ja, und? Seins kann ja in Ordnung. Nein, das glaube ich nicht. Ja, mein wahnsinnig schlechten. Also, sieh du mal nichts, mach mal den Mund auf. Bei mir? Aber trotz Anspannung hat Jutta immer noch einen Scherz auf der Zunge. Ich falle jetzt gleich um vom Stuhl. Ich muss leider, auch wenn es der Etikette nicht entspricht. Achtung, da kommt die leibhaftige Etikette zurück. Und Juttas persönlicher Butler hat das Gefühl, sie braucht ein bisschen Frischluft. Eigentlich. Dankeschön. Jede Menge Frischluft.
Er war offensichtlich früher Saunameister in Kitzbühel. Mein Gott, wer kann denn diesen heißgelaufenen Butler stoppen? Jutta schon mal nicht. Gleich kommt der Fichtennadelaufguss und dann die Fangopackung. Endlich naht Hilfe. Nein, lass den doch! Haben Sie auch Personalprobleme? Nein. Sind Sie bereit für das Essen? Ja. Jetzt bin ich gespannt, was es gibt. Jetzt kommt das Hauptgericht. Das ist der Fu. Wir wollen deinen reinen Mund an die neue Speise herangehen. Wie machen Sie das in Deutschland mit den Zähnen? Wir putzen natürlich unsere Zähne, aber nicht während des Essens. Richtig. Und hier darf man sie nicht mal selbst putzen. Morgens Personal, abends Elmex. Jetzt schön aufmachen. Mami, Mami, er hat nicht gebohrt. Ganz japanisch. Spülen, gurgeln, spucken. Eine echte Zahnzeremonie. Und jetzt natürlich noch die Zahnseide. Jutta bleibt völlig ruhig. Hat das Kugelfischgift doch gewirkt. Jetzt ist das Schlimmste geschafft. Oder doch nicht? Ich übersetze mal schnell. Der Kugelfisch darf jetzt serviert werden. Sind Sie bereit? Ja. Jetzt richten Sie bitte Ihre Augen auf das Kugelfisch. In diesem Sinne, herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Groß. Das ist das zweite Mal, dass ich wirklich richtig eingefallen bin. Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr lustig. Total. Also ich habe ein Abo. Wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr das hier jetzt sozusagen unbürokratisch abschließen. Ansonsten gibt es jede Menge tolle Filme hier. Und den neuen Film, den gibt es hier oben in der ARD-Mediathek. Wir sehen uns im nächsten Film.